Ich frage mich, ob die Bewohner dieses Hauses sich darüber im Klaren sind, wie viel Strom sie für die Beleuchtung ihres Hauses benötigen. Genau, wahrscheinlich wissen sie noch nicht mal, woher der Strom überhaupt kommt. Guck mal, das Kraftwerk da hinter uns, das ist echt nicht weit von unseren Häusern entfernt. Und wir wissen nicht mal, was da drin überhaupt passiert. Ich würde es auch ganz gern wissen. Ich glaube nicht, dass es gut für die Umwelt ist. Und die Einwohner hier sollte das auch interessieren. Woher kommt unser Strom eigentlich? Gerade haben wir das Heizkraftwerk in Wedel gesehen. Dies ist ein steinkohlebefeuertes Kraftwerk. Statt erneuerbarer Energie, wie zum Beispiel von Sonne, Wind oder Wasser, wird chemische Energie hergestellt, nämlich die Kohle. Durch die Verbrennung der Steinkohle werden schädliche Stoffe freigesetzt, teilweise sogar geringe Radioaktivität. Eine Alternative hierzu bieten Biogasanlagen, denn sie stellen Strom und Wärme deutlich umweltfreundlicher her. Eine Biogasanlage dient der Erzeugung von Biogas durch Vergärung von Biomasse, um Strom und Wärme herzustellen. Die Biomasse besteht meistens aus tierischen Exkrementen oder Energiepflanzen. Handelt es sich nicht um eine landwirtschaftliche Anlage, so werden auch Produkte aus der Biotonne verwendet. Biogasanlagen sind also wichtige Erzeuger von Strom und Wärme aus erneuerbaren Energien, da nachwachsende Rohstoffe zur Herstellung verwendet werden. Und somit fördern sie die nachhaltige Energiepolitik. Was genau in den Biogasanlagen passiert, ist der Abbau von Biomasse mithilfe von Mikroorganismen. Die Produkte bei diesem Vorgang sind Methan und Kohlendioxid, welche gasförmig sind und somit Biogas bilden können, welches schließlich in den Blockheizkraftwerken zur Strom- bzw. Wassererzeugung genutzt wird. Die Nutzung von Biogasanlagen hat Vor- sowie auch Nachteile, mit denen ich nun beginnen werde. Der Anstieg der Pachtpreise für landwirtschaftliche Flächen, der hohe Kostenfaktor für die Bauern und dessen Folge der Anstieg der Lebensmittelpreise ist einer der Nachteile. Für die Ausbringung des Gärrestes müssen genügend Flächen zur Verfügung stehen. In den Wintermonaten darf keine Gülle und kein Gärrest ausgebracht werden. Während dieser Zeit muss der Gärrest und die unvergorene Gülle aus der Tierhaltung gelagert werden. Entsprechende Lagerkapazitäten sind nachzuweisen. Nun zu den Vorteilen der Biogasanlage. Der CO2-Ausstoß ist fast neutral. Es ist eine gute Ergänzung zu Strom aus Windkraft und aus Solaranlagen. Die verbesserte Düngerqualität des Gärrestes im Vergleich zur Rohgülle ist ein weiterer Vorteil. Biogas kann zur Produktion von Strom, Wärme und auch als gereinigtes Methan als Treibstoff verwendet werden. Biogas ist ein wetterunabhängiger, speicherbarer Energieträger. Wie eben gehört, gibt es also viele Vorteile, die für Biogasanlagen sprechen und somit sind wir einstimmig der Meinung, dass Biogasanlagen eine durchaus sinnvolle Methode sind, Wärme und Strom zu erzeugen und zu gewinnen.